Leute, bin ich wieder da. Hoffe ich, der Klon geht jetzt. Mann, ich werde jetzt in ungefähr 3 Minuten wieder einen Cut machen und gucken, ob der Ton jetzt läuft. Dass ich jetzt nicht umsonst rede. Das ist ein bisschen scheiße. Ja. Was nehmen wir denn alles? Wir bräuchten eine bessere Waffe. Bordigel. Nehmen wir mal die Bordigel. Haben wir irgendwas, was wir irgendwie einen Scheißwichser in die Luft springen können? Ne, Medikit nehme ich mal. Na, Kampf. Bleib über Gold schlägt. Lol. Panzerung. Panzerung, ey. Ja, dann verbessern wir das mir alles. Nein, noch nicht. Ich so komm. Ja gut, dann. Oh nein! Doch. Ja. Okay, doch. Oder? Ja. Doch. Da ist der! Alter! Ja, ich muss weg, ey. Gut, dass du mir das sagst. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Warum kann ich mich durch die Wand retten? Ich check's nicht. Gott im Himmel, warum kommt der jetzt von hinten, der Wichser? Ich check's nicht. Wieso muss der jetzt von hinten kommen? Alter! So ein Wichser. Diese Geschütze nerven so hart, ey. Stirb doch endlich, Mann! Alter! Ballern und ballern bringt dir nichts. Bringt dir einfach gar nichts. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja. Hier.
Fuck, 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 fuck. Jawohl. Puh! So, jetzt okay, sehen wir uns gleich wieder. So. Ja, gleich wieder. Hm, doch nicht. Sequenz. Hey, alles okay? Ihr müsst mir einen Gefallen tun. Tony ist ein Jäger, also brauchen wir eine Ablenkung. Außerdem geht mir die Wüste auf die Nüsse. Du kommst echt nicht mit? Wir bringen dich ins Krankenhaus. Ach, ihr habt doch genug zu tun. Der Flughafen ist da lang, Beeilung. Hey, Duni. Ach ja. Viel Glück. Man sieht sich. Jo, hofft man's? Nicht. Und sag Tony, dass er eine Pissnecke ist. Wetten ist... Ja, wir sind gleich wieder. Jo, der Ton ist noch da und oh. Drücke E, um das Fahrzeug einzusteigen. Wir hatten ja noch irgendwelche Beweise. Laut dem Ding. Viele Tote. Ah, haben wir ja irgendwas hier. Wo haben wir denn was? Wo haben wir was? Okay, wir entfernen uns. Jetzt nehmen wir uns näher, 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 näher. Nummer Jolt. Ja, das Auto da. Hey! Sollen wir uns mal dieses ausgebrannte Haus da ansehen? Das Feuer sieht frisch aus. Ein bisschen hin, rechts. Ich denke schon. Scanner abnehmen. Was ist hier? Schätze abgefahren. Wurde jemand vergraben? Ein ATF-Agent. Ja, das wissen wir, dass ein ATF-Agent war, ne? Ja. Oder stimmt das irgendwo? Ja. Ich folge jetzt einfach mal dem Pfeil. Ups. Ich hab doch gesagt, dass du okay ist! Ihr Dad wird jetzt mit allem, was er hat, hinter uns her sein. Nicht, wenn wir vorher abhauen. Das ist doch ein Flughafen. Vielleicht finden wir ein Flugzeug. Also, was hat Tom denn gemeint, als ich sagte, Tony lagert seinen ganzen Kram hier am Flughafen? Tony hat schon immer Sachen gesammelt. Je illegaler, desto besser. Wirklich? Jawohl. Was denn zum Beispiel? Schwarzmarkt-Armee-Kram, Panzer, Helikopter, sogar Flugzeuge hat er. Tony hat einen Haufen Geld, Mann. Drogenkohle. Außerdem nimmt er sein Recht auf Waffenbesitz echt wörtlich. Ja, das sehe ich schon, glaube ich. Tja, und du warst echt mal ein Bulle? Naja, mein Dad war auch ein Kopf. Echt jetzt? Kein gewöhnlicher Kopf. Habt ihr die SDI was? Kubanische Geheimpolizei? Okay, okay, also, bist du seinem Vorbild gefolgt? Wie man's nimmt. Wir hätten nach links abbiegen nach rechts abbiegen sollen. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb bin ich Cop geworden. Ein echter Cop. Tut mir leid. Sorry, dass nichts aus wurde. Oh. Ja, muss offenbar kein Cop sein, um Typen wie ihn aufzuhalten. Wahrscheinlich kommt gleich eine Sequenz oder so. Wahrscheinlich ist der Tony jetzt dann da oder so. Keine Ahnung, ich denke mal. Oh, Alter, ich bin zu schlecht. Nick, hier lang! Ich weiß schon, wo lang. Packen. Packen. Wir laufen. Los. Natürlich.
Was? Ah. Hallo. Oh ja, nettes Teil. Ziemlich verbeult, aber ich kann's reparieren. Ich weiß nicht, ob ich in einen kaputten Flieger einsteigen will, den du repariert hast. Hey, was redest du da? Zweifelst du etwa an Boomer? Mann, lass mich, ich repariere das Ding. Wetten, ich geh den Brecher suchen. Funk ist an, ja? Okay, okay, Funk ist an. Oh, Scheiße. Boomer, Tonys Leute sind schon da. Siehst du da, ein Lagerhaus? Ja, ist blockiert. Kommst du da rein? Oh, Moment. Ja, ich hab da eine Idee. Könnte ein bisschen laut werden. Echt dabei schon? Ja, okay. Nick! Du hast gesagt laut! Ich höre dich laut! Oh Mann! Wo kommen die denn jetzt her? Nicht aussteigen. Sind alle tot? Oh. Das habe ich nicht gesehen. Na gut. Alle da. Alle da. Es gibt keine Überlebende. Keine einzige. Schaffen wir es. Ist Tony da, wenn wir jetzt dahin gehen, hinter uns oder so. Dick. Boomer, ich hab den Brecher. Was ist das jetzt? Panzer. Das ist so klar. Im Harlen Panzer. Das ist ja mal crazy, Leute. Gewaltige Folge. Ja, bitte, ob ich jetzt irgendwie so ein Noob wäre, dass ich einen Panzer fahren kann. Weißt du, was steht da? Muss ich denn? Nach mehr Helis! Was hast du erwartet? Du hast einen Krieg angezettelt! Scheiße!
heute die ganze Welt. Ich glaube, der lebt noch. Das Ding ist flugbereit. Er bin unterwegs. Und Boomer, scheiß drauf. Ist nicht gerade ermutigt. Ich fahr erstmal dahin. Nick, ich bin gleich auf dem Runway. Komm rüber zu mir. Okay, ich denke mal, dass der nicht tot ist, weil er einfach da abgehauen ist. Das hätte ich jetzt gemacht, wenn ich überleben wollte. Sobald wir bei Kai und Tyson sind, verziehen wir uns nach Miami. Ich sag doch, ich hab's drauf. Wir haben es alle drauf, am meisten ich noch. Ich hoffe, dass der Ton jetzt ging. Und wir haben die Episode 8 jetzt geschafft. Es war crazy. War viel los, war viel Geballere. Aber schön mal. Und wir konnten sogar Panzer fahren. Das ist ein Hardline selten. Sehr selten. Ja, Episode 9. Das haben wir dann im Start. Das ist jetzt nicht die neue Episode beginnt. Sage ich dann. Wir sind jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Belfast Hardline. Planetside, Plants vs. Zombies. Was gibt's noch? Alles. Mal gucken. Und jetzt beginnt die Episode 9. Und ich höre dann. Bis dann und ciao.